Wie sehen wir den Menschen in dieser Natur und wie ist unsere Vision des Menschseins? Potenzialhypothese, die hat mich fasziniert. Ich habe sie auch erlebt, auch an mir selber und einer Weise, die mit meinen ganzen tiefen psychologischen vorherigen Glaubenssystemen überhaupt nicht kompatibel war. Zu lesen, Problem Talk creates Problems. Also deswegen sollte man gar kein Problemgespräch machen, weil das eben immer wieder Probleme machen würde. Abgeleitet aus der Hypothese, naja, da fokussiert man seine Aufmerksamkeit dann eben ins Problem und das erzeugt dann Problemmuster. Das halte ich für ein Missverständnis. Im Stärken unseres Geistes, im Stärken unserer Urteilskraft und im Stärken unserer Liebe haben wir die Möglichkeit, uns zu gestalten und dadurch erst gleichsam unsere Würde in Gänze zu entfalten. Und außerdem, wenn jemand leidet, ich glaube, das ist eine menschliche Grundsituation, die bei jedem Menschen weltweit, ich vermute, nämlich, dass wenn man leidet, dass es eine tiefe Sehnsucht gibt, angenommen zu sein, verbunden zu sein, gesehen zu werden und gewürdigt zu werden, gehalten zu werden, Empathie zu erleben für dieses Leid und nicht noch mit Leistungsanforderungen in dem Moment überflutet zu werden. Aber deswegen muss als erstes jemand liebevoll, achtungsvoll angenommen werden in seiner momentanen Begrenztheit, vielleicht auch in seiner dauerhaft bleibenden Begrenztheit. Aber dann so, dass es nicht ein Problem ist oder etwas über seinen Wert Minderndes aussagt, ganz im Gegenteil, sondern dass das auf einer anderen Ebene zu einer würdigenden, gleichrangigen Begegnung wird. Auch die Endlichkeit, nur wer den Tod umarmt, kann in Gänze das Leben zur Blüte bringen. Genau, Das ist genau. das, was uns Menschen ja nun tatsächlich auch wirklich auszeichnet. Genau. Ja, ich begrüße alle zu unserer nächsten Gesprächsrunde unter dem Motto Wissenschaft aus Leidenschaft. Und wieder einmal habe ich die große Freude, einen Gesprächspartner vorstellen zu dürfen, der den Aspekt der Leidenschaft in Bezug auf Wissenschaft und praktische Arbeit, ausfüllt wie wenige andere nur. Ich freue mich sehr, heute Dr. Gunter Schmidt begrüßen zu dürfen und werde jetzt nur ganz kurz ihn vorstellen, weil ich bin davon überzeugt, dass die allermeisten, die jetzt hier hineinknicken, auch ihn schon kennen. Und dann nur ganz kurz. Geboren in Karlsruhe, dann in In Heidelberg. Weingarten bei Karlsruhe, in Weingarten bei Karlsruhe. Tatsächlich, im Weingarten. Sehr schön. In Weingarten also. Weil ich habe nachgelesen und irgendwo habe ich gelesen, Karlsruhe. Also habe tatsächlich mal ein bisschen vereinfacht dann. Okay, also im schönen Weingarten dann. Dann aber ein Studium der Volkswirtschaftslehre in Heidelberg. Aber es folgte dann die Medizin, die eigentliche Hauptrichtung dann, die es dann ja auch geworden ist. Zunächst einmal Ausbildung eher tiefenpsychologisch orientiert. Und dann begann die große Reise über verschiedene familientherapeutische Strömungen, durch die Hypnotherapie, unter anderem beim großen Milton Erickson, dann aber auch Gestalttherapie, Transaktionsanalyse, Körpertherapie, also sozusagen das ganze Feld einmal aufgerollt, was damals so im Aufblühen war. Und dann die Kombination aus Hypnotherapie und systemischer Therapie einem eigenen Ansatz gleichsam kreiert und eine Integration, die dann seit wahrscheinlich jetzt, glaube ich, über 30 Jahre, Gunther, nun schon sich weiterentwickelt und von dir sozusagen in die Welt getragen wird. Mitbegründer einer Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik, Systelios, der du als ärztlicher Leiter vorstehst und natürlich ein Ausbilder, der, ich glaube, es gibt wenige Menschen in Deutschland, die sich psychotherapeutisch betätigen und nicht schon irgendwann mal einen Kurs bei dir besucht haben. Das heißt, nur ein paar Rahmeneckdaten. Den Rest wollen wir einfach von dir persönlich hören. So freue ich mich sehr, dich begrüßen zu dürfen. Danke dir sehr für deine Zeit und die erste Frage, die
ich immer spannend finde, wenn man sich auf einen solchen Weg macht. Ich finde es immer sehr spannend, sozusagen mich in die Zeit zurückzuversetzen. Was waren das damals für Rahmenbedingungen? Du hast dich auf den Weg gemacht, ja, als Mediziner, mit einer tiefen psychologisch orientierten Ausbildung, und dann ging da eine Pforte auf. Ein Zeitgeist wehte sozusagen durch die Räume, und du hast dich von diesem Zeitgeist einfangen lassen und bist sonst dann quasi durch all diese Welten gewandert. Wie war das damals? Wie kann man das dir vorstellen? Naja, das war schon ein bisschen ein verschlungener Weg, kann man sagen, ne? Weil ursprünglich hatte ich nicht im Mindesten daran gedacht, dass ich irgendwas mal mit Psychotherapie oder Beratung oder sowas mache. Ich bin in Karlsruhe zur Schule gegangen, habe da Abitur gemacht und dann halt Heidelberg zum Studieren, habe dann Diplom gemacht in Volkswirtschaft, und es war eigentlich auch das erklärte Ziel, so irgendwie erstmal. Im Laufe der Zeit aber, das war dann so, begonnen habe ich mit dem Volkswirtschaftsstudium 65, 66 da, so, und da kam ich mitten in die Studentenbewegung. Und Heidelberg war damals eine der aktiven Hochburgen der Studentenbewegung. Da gab es natürlich unterschiedliche Strömungen. Für dogmatische Positionen war ich noch nie zu haben. Deswegen konnte man mich nicht gewinnen für diese dogmatische Linke. Da gab es dann sehr aktive Strömungen da damals. Ich war sozusagen bei den sogenannten Sponti-Linken, so hieß es damals so immer. Und das hat aber meine Werte doch deutlich durcheinander gebracht. Und dann war für mich eigentlich klar, das, was ich ursprünglich angestrebt hatte, von heute aus gesehen, könnte man vielleicht sagen, ich wollte ein dynamischer, erfolgreicher Wirtschaftsmanager werden und so weiter. So ein Yuppie-Manager, würde man heute vielleicht sagen. So, das hat sich dramatisch geändert. Also zum Schluss, schon beim Diplom oder vor dem Diplom war für mich klar, also das kann jetzt nicht mehr ein erfüllendes Ziel für mich sein. Dann war aber, habe ich halt geguckt, was könnte ich denn so machen noch so? Und dann würde ich sagen, ja, im Grunde genommen mit meiner Haltung müsste ich dann eher zur Gewerkschaft gehen, aber da hatte ich auch das Gefühl, da waren mir die Strukturen auch zu rigide und so. Das hat nicht für mich gepasst. Da hatte ich Gott sei Dank ein gutes Diplom, deswegen habe ich dann noch so ein Graduiertenstipendium bekommen und habe dann eine Promotion in Volkswirtschaft angefangen, über Vermögensumverteilungsmodelle und so weiter. Aber eigentlich war da schon für mich klar, nee, ich glaube, das ist nicht mehr. Aber ich war auf der Suche. Und dann witzigerweise, also der Weg zur Medizin, der war ein bisschen merkwürdig bei mir, ne? Weil eigentlich hatte ich überhaupt keine Absicht in diese Richtung. Ich habe aber immer, war für mich schon zum Beispiel Ethnologie, Soziologie und solche Sachen interessante Gebiete, die ich auch so immer halt so, damals konnte man noch sich leisten, Studium Generale zu machen, was heute für viele Leute vor lauter Druck kaum noch möglich ist. So. Und da bin ich auf Familientherapie-Literatur gestoßen. Das war eigentlich die erste Bildung. Und das hat mich fasziniert. Arbeiten unter anderem von Helm Stierlin und vielen anderen. Und insbesondere auch Arbeiten, die sich beschäftigt haben mit Schizophrenie, aber jetzt aus einer psychosozialen Perspektive mal gedacht. Jan Futrain und andere und so weiter hatte ich da. Und das hat mich sehr beeindruckt, auch deshalb, weil in meinem weiteren Familienkreis jemand so eine psychotische Entwicklung mal hatte und ich da diese Pathologisierungssachen damals schon, obwohl ich ja überhaupt keine Ahnung hatte, als irgendwie überhaupt nicht stimmig erlebt habe, so in der Art, wie da vorgegangen wurde. Gut, der eigentliche witzige Punkt war dann aber, da habe ich halt interessiert gelesen und so, das war alles schön, aber hat überhaupt keine Idee gebracht in Richtung eine berufliche Änderung, war dann, dass zu der Zeit, ich war in einer sehr schönen, intensiven Liebesbeziehung schon Jahre vorher, also seit 10 Jahren da gewesen. Aber meine Partnerin, meine Dame, die hat diese Entwicklung, diese Studentenbewegungsentwicklung nicht mitgemacht. Die war in einem anderen Bereich, die hat Romanistik studiert und sonst was und hat sich dafür nicht so interessiert. Und dadurch haben wir uns deutlich auseinanderentwickelt. Es hat dann dazu geführt, dass sie eigentlich immer eher tendenziell depressiver reagierte. Und ich, mir ging es immer besser. Und dann habe ich aber sehr gut meinen und wirklich aufrichtig immer ihr helfen wollen und habe immer geholfen, was immer dazu führte, dass mir es noch besser ging, aber immer tendenziell eher schlechter. Man könnte sagen, eine komplementäre Eskalation so ein bisschen von der systemischen Sicht gesehen. Und ich war ziemlich ratlos. Und da hat mir jemand empfohlen, Mensch,
um ihr zu helfen. Da gibt es einen ganz interessanten, tollen Psychotherapeuten hier in der Gegend. Mensch, schlage doch vor, dass sie da hingehen sollen. Das war alles nur aufrichtig als Hilfe gedacht, sie wollte aber nicht. Und dann kam ich aus meinem Hilfsbemühen, das war ganz aufrichtig für mich, auf die verzweifelte Idee, Mensch, das wäre doch sicher gut für Sie, aber wie könnte man das machen? Da kam ich auf die Idee, die ich damals gut fand. Ich schlage ihr Paargespräche vor und dann gehen wir zusammen hin. Ich denke, muss ich noch lachen. Aber wir gehen zusammen hin. Bei mir war dann klar, ich brauche es ja nicht. Also und dann, wenn wir dann gut angekoppelt sind bei dem und sie auch gut angeholt ist, dann steige ich ja vielleicht aus, dann hat sie vielleicht Vertrauen fassen können und so weiter. Und dann geht es für sie in hilfreicher Weise weiter und ich habe wieder meinen Job erfüllt. So, das mündete dann letztlich ein, dass ich glaube, ich weiß nicht wie viel, nach 5, 6, 7, 8 Sitzungen spätestens ausgestiegen ist und ich dann 2,5 Jahre Therapie gemacht habe. Und da hat sich dann über diese Therapie, das war eine tiefenpsychologisch orientierte Therapie, aber eher so im Sinne auch noch mit Adlerschen und Jungschen Aspekten so ein bisschen, also da war nicht der klassische psychoanalytische Teil so, da wurde mir immer mehr deutlich, Mensch, erstmal wurde mir vieles, was ich ganz anders gesehen hatte vorher, über meine Lebensgeschichte sehr deutlich und hat sehr viele Chancen für mich gebracht. Aber ich habe auch gemerkt, das würde ich eigentlich, ich wusste halt nicht, dass es das gibt, aber jetzt, wo ich es weiß, das würde mich viel mehr erfüllen. Und dann habe ich aber klar für mich gehabt, am meisten würde mich interessieren Familientherapie. Also ich habe nicht mit dem tiefen Psychologischen angefangen, außer jetzt in der Therapie, sondern war klar für mich Familientherapie. Das gab es aber damals noch nicht so in der deutschen Version. Also habe ich gedacht, naja, dann würde ich eigentlich lieber Psychologie studieren. Aber als Volkswirt habe ich mir halt den ganzen Gesundheitsmarkt dann angeguckt und das Gefühl gehabt, obwohl mich das mehr interessieren würde, da habe ich nicht annähernd die gleichen Selbstgestaltung, Selbstwirksamkeitsmöglichkeiten zum damaligen Zeitpunkt. Ist heute Gott sei Dank ein bisschen anders, aber im rein stationärklinischen Bereich immer noch nicht viel anders. Da studiere ich lieber Medizin, weil dann habe ich mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Weil für mich war immer schon klar, ich möchte dann eigentlich Gestaltungsmöglichkeiten machen. Da habe ich halt Medizin studiert, am Anfang nur als Mittel zum Zweck. Das hat sich dann geändert, das hat mich dann immer mehr interessiert. Aber zunächst war es nur ein Mittel zum Zweck. Das habe ich dann witzigerweise mit dem ersparten Geld aus dem Graduiertenstipendium für Volkswirtschaftspromotion finanziert, erstmal so ein bisschen, und habe dann die Promotion dann nicht weitergemacht da. Und so habe ich dann, und dann habe ich auch mit diesem Geld noch, was ich da hatte, die ersten Psychotherapieausbildungen begonnen. Zunächst eine Psychodrama-Ausbildung. Ich bin deswegen auch ausgebildeter Psychodramatherapeut geworden und so weiter. Damals war aber halt klar, also wenn du in dem Bereich was machen willst, dann musst du tiefenpsychologisch was machen. Da gab es erstmal, die Verhaltenstherapie war noch nicht so ausgeprägt und da habe ich halt das so angefangen, so in der Form. Und gleichzeitig gab es die Free-Klinik in Heidelberg. Das war so ein Eldorado für alle humanistischen Psychologie-Sachen. Da bin ich praktisch jedes Wochenende von einem Gestalt oder sonstigen Workshop in den nächsten geprudelt und so hat sich das so langsam entwickelt und dann unterschiedlichen Erfahrungen gemacht. Aber da ja, und dann hatte ich halt das große Glück, das war ein entscheidender Punkt. Und das, was man dann so macht daraus und zu wem man wird, das ist eigentlich nie nur das eigene Verdienst, das finde ich. Da kam nämlich dann Helm Stierlin 1974 nach Heidelberg, hat eine Professur gekriegt an der Psychosomatischen Uniklinik, der war vorher sehr lange in den USA. Und das habe ich durch Freunde so indirekt schon in der Kommunikation mitgekriegt und habe ihn praktisch schon am ersten Tag aufgelauert. Ich wusste, wo sein Institut beginnt und so, und habe ihn so lange geschwatzt, bis er mich dann mitarbeiten ließ, schon als Student noch so. Und das war eine unglaubliche Chance für mich. Da bin ich im Helm, der ist jetzt vor 2 Jahren leider gestorben mit 95. Wir waren bis zum Schluss noch immer eng verbunden. Da bin ich lebenslang dankbar. Und das hat für mich erstmal diesen Weg eröffnet, dann in die Familientherapie. Die gab es damals schon auch eine richtige Psychotherapie-Szene schon? Es war also nicht, ist schon eine ganz geraume Zeit her jetzt. Also schon spannend. Genau. Das ist schon eine Szene im Aufbruch. Ne? Da kamen also die meisten Sachen in Heidelberg zum Beispiel, da kamen alle möglichen Amerikaner, Gestaltspezialisten, TA-Spezialisten, auch Kestrel Urschrei oder Kestrel, so New Identity Process Sachen. Und das war so, ich habe praktisch alles mitgemacht, aber nicht nur ich so. Und so, und da immer fasziniert, was man da erleben kann, Bioenergetik, da kamen die Leute aus der Bioenergetik-Szene und so weiter.
Und alles war so wie neugierig, wie ein Schwamm, der aufsaugt, Ja, oh ja, Gott, oh ja. Gott, und das gibt es auch noch, und das gibt es auch noch und so. Aber die Familientherapiewelt hat mich dann von dieser Seite her am meisten immer fasziniert und interessiert. Und durch diese Mitarbeitsmöglichkeiten beim Helm Stierlin hatte ich natürlich riesige Chancen, das zu lernen und so. Und deswegen habe ich dann auch parallel zu Familientherapie-Ausbildung gemacht, so viel auch bei Virginia Satir, die dann in Deutschland war und solche Sachen. Also es war ein einziges, ein wunderbares, vielfältiges Feld von Möglichkeiten, mit unterschiedlichen Perspektiven und Ansätzen immer an die Sachen angehen. Und beim Helm Stierlin war das halt eine riesige Chance deshalb auch, weil der war weltweit unglaublich gut vernetzt, der war praktisch mit allen Koryphäen befreundet. So muss man gar nicht viel reisen, da kamen die Leute immer zu uns. Ivan Bosemaninov, Begründer oder einer wichtigen Mehrgenerationenfamilientherapie, Sohn Paul Watzlawick, Haley, Bateson, all die Leute kamen dann zu uns. Und ich habe dann halt mit denen immer auch Selmin Nuschin von der strukturalistischen Familientherapie viel dann Austausch gehabt. Und das hat mich dann sehr angeregt. Und vor allen Dingen ab 1977 ungefähr haben wir in Heidelberg in unserer Gruppe, aber insbesondere auch Gunther Weber und Michael Wirsching noch beteiligt, so mit dem Helm. Und wir haben dann diesen Mailänder systemischen Ansatz. Die Begründung war eigentlich die Mailänder Gruppe, die Begründer. Den haben wir praktisch hauptsächlich ins Deutschsprachige gebracht. Das ging hauptsächlich von uns aus. Wir haben die praktisch, also x-mal pro Jahr waren die da. Und das war dann überhaupt der entscheidende Durchbruch für den Findesfilms. Okay. Ja, das sind ja nun auch so Zeiten. Ich habe, das kann man jetzt damit überhaupt nicht vergleichen, aber ich kann mich so entsinnen, weil solche Phasen ja immer auch etwas zu tun haben mit den Menschen, mit den Persönlichkeiten, die da vorne stehen. Ja. Diesen Nimbus dann auch eine Atmosphäre erzeugen. Und ich habe als Student praktisch 20 Jahre später, also es war Anfang der 90er, war das dann damals dieser erste große Weltkongress in Wien, der Psychotherapie. Und da habe ich dann so ein paar Workshops besucht. Und ich weiß noch, ich war bei dem Claudio Naranjo. Das war ja sozusagen der Weggefährte von Pearls und einer der Mitgestalter der Gestalttherapie ja auch. Und ich war so fasziniert, weil es war so ein Workshop und wir kamen hinein alle relativ elegant gekleidet, viele auch in Anzügen mit Krawatte und es dauerte, Gunther, es dauerte 20 Minuten. Da flogen die Krawatten weg, dann flogen die Sakkos weg und nach einer Stunde saßen wir im Kreis und es war wie ein Happy Happening, ja. Genau. Und da war so für mich so wundervoll erlebbar, zeitversetzt quasi, wie viel auch Atmosphärisches, wie viel von diesen Persönlichkeiten ausging, was du nicht ein Faszinoso bist. Und ich als kritischer Wissenschaftler, später war ich da immer sehr skeptisch, dann habe gesagt, langsam, langsam. Und trotzdem war es schön, das auch so zu erleben, aber auch zu erleben, wie viel Atmosphärisches von uns ausgeht und was einzelne Menschen, wie wir einen Raum füllen können. Und auf einmal ich weiß noch, neben mir saß, wir waren auch aus halb Europa versammelt und neben mir saß also ein Prof, aber damals Professor aus Prag und der war am Anfang etwas steifer und nach einer Stunde erzählte er mir von seinen Erlebnissen in Kalifornien mit Naranjo und es war wie ein Happening, es war. Und dann sprach er am Ende nur noch Tschechisch mit mir, weil als Kroate kann ich mit ihm auch gut Tschechisch dann sprechen. Und so war quasi alles irgendwie, und das war für mich sehr lehrreich. Also etwas, was du wahrscheinlich viel, viel intensiver und viel häufiger erlebt hast. Also ich hab so ein Stück weit einen kleinen Ausläufer davon noch miterleben dürfen und war aber sehr fasziniert davon, ja. Also derzeit war das wirklich so eine Aufbruchsstimmung. Also natürlich über die Studentenbewegung auch auf dieser gesellschaftlichen Ebene so. Aber in jeder Hinsicht war das dann so, wie die bisherigen überkommenen Regelungen, die sind nicht mehr so stabil, die sind irgendwie in Frage gestellt. Aber was wäre eigentlich eine hilfreiche, sehr konstruktive, uns erfüllende Alternative? Da war ein ständiger Suchprozess. Da gibt es ja manchmal auch so, könnte man sagen, so bestimmte Zeitfenster für Entwicklungen, die dann hinterher sich auch wieder schließen können. Ne? Yeah. Also heute erlebe ich das, da kommen wir vielleicht später noch drauf, so auch in der systemischen Entwicklung so,
dass eher dann schon wieder so Bürokratisierungstendenzen mehr beginnen. Und das ist eigentlich, wenn man so die Entwicklung auch von der Psychoanalyse von Freud angesehen bis heute nimmt, in eigentlich jeder Entwicklung, in jeder Entwicklung, die es in dem Bereich gibt, so, da gibt es so eine Pionieraufbruchphase mit unglaublicher Kreativität, auch mit von im Nachhinein betrachtet, so, mein lieber Mann, was wir da alles gemacht haben, auch fragwürdige Komponenten. Also aber Entwicklung auch aus Versuch und Irrtums Sachen raus, die sich dann allmählich so konstellieren, dann stabilisieren und dann aber fast schon zur verkrusteten Vorschrift werden oft. Und dann beginnt der Prozess des Abtötens der Kreativität und der Verpflichtung sozusagen regelhaft vorzugehen, was dann die Einzigartigkeit in der Begegnung wieder sehr stark behindern kann. Aber das konnte man da auch sehen. Da war so eine Aufbruchstimmung massiv da. Ja, sicherlich war natürlich auch ein wichtiger Faktor, der jetzt, wenn man jetzt auf die systemische Therapien schaut, natürlich, dass dieser Aspekt der systemischen und der Systemtheorien insgesamt dann ja stärker wurde. Und damit aber auch natürlich diese Grundkonzeptionen, wie du weißt, komme ich ja jetzt aus der Schule von Günter Schiepeck und Hermann Haken. Und das sind ja Konzepte, die natürlich dann auch in andere Therapieschulen Eingang fanden. Das heißt also, dieses Einzigartige war ja auch dann ein Stück weit oder ging ein Stück verloren, weil diese Konzepte natürlich auch Eingang fanden in viele andere Denkschulen und Therapieschulen. Und so wird es dann immer schwieriger, das Besondere noch herauszuarbeiten für jede einzelne Therapieschule. Genau, aber also das war damals genau der Punkt. Dann, wir waren dann zum Beispiel mit der Arbeit mit der systemischen Konzeption wirksamer als mit allem anderen, was wir vorgemacht hatten. Und insbesondere bei uns in Heidelberg, in der Gruppe um Helm Stierlin, wir hatten ja als ein wichtiges Forschungsgebiet immer auch die psychosoziale Dynamik bei Psychoseentwicklung. Das hat mich ja auch besonders interessiert. Da haben wir 15 Jahre viele Forschungsprojekte gemacht und so. Und da war auch dann zum Teil unserer Erfahrung sehr deutlich, dass man mit psychosozialen Interventionen aus der systemischen Arbeit heraus erstaunliche konstruktive gesundheitsförderliche Entwicklungen anregen konnten bei Leuten, die nur auf der organmedizinischen Ebene pathologisiert waren und eigentlich als aussichtslos angesehen wurden. Und die Wirksamkeit aber, da war dann die Frage, ja, wie kann man sich das erklären? Wir hatten dann viele sehr erfolgreiche Sachen, aber kein konsistentes Erklärungskonzept oft dabei, so in der Form. Und da war eine ständige Suche nach Modellen, unter anderem Anleihen an der biologischen Systemtheorie von Catalanfi und so weiter. Ja. Und auch bei anderen. Und natürlich dann begann da auch dann die Auseinandersetzung, also mit Luhmann zum Beispiel in der Systemtheorie, mit Heinz von Förster, die haben wir oft eingeladen, so, und unbedingt auch mit Francisco Varela und Umberto Maturana aus der Neurobiologie, Autopoiese-Konzepte. Ja. Und die wurden dann mehr und mehr sozusagen, dann auch über Hermann Haken natürlich auch, so ab spätestens der 90er Jahre, war dann klar, diese Synergetik-Konzepte, so, die sind eigentlich wunderbare Modelle, um diese Wechselwirkungen etwas berechenbarer oder überschaubarer zu machen. Faszinierende Sachen, die dann sehr hilfreich für uns waren, aber die dann natürlich auch zur Strukturierung beigetragen haben und zur Systematisierung mehr. War sehr gut dann da in der Richtung. Entschuldige. Also ich muss mal sagen, wie dann die Kurve kam zu Milton Erickson, ne? Das war kein Zufall, weil gerade in den Diskussionen mit Frau Lotzavig und anderen, die dann oft zu uns kamen, wurde mir allmählich deutlich, diese so wirksamen systemischen Konzepte, die wir da hatten, die haben eigentlich gerade jedenfalls, was die Interventionsstrategien angeht, ihre Wurzeln in der Ericksonischen Hypnotherapie. Das wissen viele Leute gar nicht mehr heute, aber da gibt es eine stringente Linie. Gregory Bateson zum Beispiel, einer der Stammväter der systemischen Arbeit, der hat ja dann in den letzten Jahren dann in Santa Cruz in Kalifornien dann so als Professor gearbeitet. Aber der war schon seit den 40er Jahren gut befreundet mit Milton Erickson, weil der war wieder mit Margaret Mead verheiratet, dieser berühmten Ethnologin. Und die haben für Studien, ethnologische Studien in Bali und überall, weil die viel mit Trance-Ritualen dann da das gesehen haben, wie die dort gearbeitet wird, dann eben den Erickson aufgesucht, der ihnen das dann alles verstehbar gemacht hat und so weiter. Und er hat dann alle diese Leute, die bei ihm studiert haben, die ihm relevant erschienen, dahin geschickt. Ne? So hat sich dann auch das NLP entwickelt. Das ist eigentlich, das sind Studenten von Bateson gewesen, Grinder und Bendler. Und so auch mein enger Freund Stephen Gilligan und so.
Und die wurden dann immer zum Eriksen geschickt. So. Und ebenso Jay Haley und John Wieglen, die dann bei mit Gregory Bateson wieder diese Doppelbein-Schizophrenie, Hypothese und so weiter, alles aufgestellt hatten. Palo Alto Schule, ja. Palo Alto Schule, die dann wieder Steve DeShazer ausgebildet haben, insbesondere John Wieglen. Da gibt es ganz, das ist wie eine Familie gewesen, so eine Art. Ne? Mit unterschiedlichen Ausformungen und Interpretationen. So. Und als ich dann kapiert habe, dass die wesentlichen systemischen Interventionen von Erikson eigentlich kamen und ich die ersten Eriksonschen Konzepte bei den ersten Seminaren, die da in Deutschland über Erikson liefen, da war ich dann da dabei, gesehen habe, ah, da muss ich zu dem hin, so, ne, in der Form. Also das war auch noch mit aus dem Beweggrund, weil die Autopoiese-Konzepte in der Hirnforschung mir dann klar machen, naja, wir sind immer von dieser Annahme ausgegangen der systemischen Arbeit. Wir müssen uns gar nicht mehr mit den internalen, inneren Prozessen der Leute so viel beschäftigen, weil das ist ja alles eingebettet, kontextbezogen, in Wechselwirkung, in Interaktionsmuster. Ändern wir die Interaktionsmuster, ändert sich das Individuum automatisch mit. Und dann, ich habe mal zu Maturana später gesagt, im Blödsinn, so im Spaß, das war ein großer Fehler, dass man sie eingeladen habe. Sie haben uns die ganze schöne Theorie kaputt gemacht. Weil die haben uns gezeigt, also das ist ein Missverständnis. Du kannst niemand, also so Autopoiese heißt halt von innen heraus Selbsterzeugung, du kannst niemand zu einem Erleben zwingen. Das ist immer noch ein autonomer, selbstorganisierter Akt. Und deswegen kann das nicht ausreichen mit den Interaktionsmustern. Da muss man wieder ins Innere schauen. Und das hat ganz stark dann bewegt, zu Erikson zu gehen, weil das Denken in Netzwerken und Mustern, was ja ganz entscheidend in der systemischen Arbeit ist, das war bei Erikson schon seit den 1930er Jahren da. Und insofern war das wunderbar kompatibel, aber mit einem unglaublichen chancenreichen Blick in die Innenwelt wieder, sodass man die Innen- und die Außenwelt wieder gut mit den gleichen Denkprozessen verfügbar machen konnte und Interventionschancen entwickelt. So kam das dann. Spannend. Das ist auch das, was mich später dann bei Hermann Haken Systemtheorie so fasziniert hat, weil ich gestehe, dass mir diese Ansätze, ich habe damals mich, ich war als junger Student auf der Suche, welche Therapierichtung, wie wir alle, so war auch ich dann auf der Suche. Und ich bin aber so ein Mensch, der irgendwie mir sind immer Sachen suspekt, die so ein bisschen in die Einseitigkeit gehen. Also ich habe mich bemüht. Da haben wir was gemeinsam. Ja, und genau wie du sagst, ich habe dann mich mit den klar systemischen Dingen beschäftigt und mir war das alles eben zu sehr bedeutsam, wichtig, toll natürlich, aber mir fehlte eben das Systemische in dem Sinne, dass ich eben diesen Organismus auch systemisch sehe und diesen Organismus eben als Teil eines gesamtgroßen Systems sehe. Genau. Und eben auch dieser Blick nach innen. Und ich kam dann eher so aus der klassischen Psychologie, aus der Medizin-Denkrichtung dann, habe dann beim Gottfried Fischer tiefenpsychologisch fundiert zunächst einmal die Traumatherapie als Therapeut durchlaufen und dann aber fehlte mir eben auch diese Verbindung. Und dann war die Systemtheorie von Hermann Haken, die ich dann über Günter Schiebeck kennenlernen durfte, für mich so eine wundervolle Andockstelle, wo ich all diese Elemente, also die biologische Ebene, die molekulare, biologische, psychologische und dann eben die soziale in ein Modell wunderschön integrieren konnte und wo es keine exklusive Ebene mehr gab, sondern wir eben genötigt waren oder wurden, auf alle zu blicken, soweit das möglich ist aus einer Sicht. Ja, klar, natürlich, ja. Das ist eben genau, wie du sagst, das Schöne, das, was damals ja so ein bisschen noch eklektisch lief, weil damals wurde ja quasi alles, was ja neu war, zusammengefügt. Und Maturana wurde auch sehr vereinnahmt dann. Ne? Er hat ja, glaube ich, selber gesagt zum Luhmann, bitte mach daraus keine Sozialtheorie. Ja, ja, aber ja. Es ist ja alles mit an alles quasi dran gedockt. Also gerade so, da, vielleicht dazu kleine Episode. Wir haben die immer nach Heidelberg eingeladen, dann auch zusammen. Und da war ich dabei, wo das war so. Das war dann lustig. Also das, was ich jetzt sage, ist etwas übertrieben, aber da gab es ja mal so eine Szene, da hat der Maturana sich von Luhmann hingestellt, er hat sich fast hingekniet, also übertrieben jetzt, er hat sich nicht hingekniet. So gesagt, bitte, bitte, das machen Sie, übertragen Sie das nicht auf soziale Systeme, das ist nur gedacht für biologische Systeme. Ja. Weil er war ja Biologe.
Der Luhmann hat es trotzdem getan und ich finde es bis heute gut, dass der das getan hat. Man muss dann bestimmte Sachen beachten, aber die Grundidee, die fand ich gerade gut, weil dann wird es zu einer konsistenteren Theorie. Und das war immer auch, ich glaube, da haben wir sehr viel ähnliche Bestrebungen immer gehabt, weil dieses Eklektizistische und so ist alles wunderbar, auf der pragmatischen Ebene prima, aber ich wollte immer eine konsistente Theorie dazu haben, die dann so eine Art Metatheorie, die praktisch die verschiedensten Strebungen alle, und zwar würdigend verstehbar macht, als einen Teilaspekt herausgreifend, aber es gehört in einen größeren Zusammenhang. Und das So sind, ist. und das ist genau das gleiche Bestreben wie bei dir. Und wenn du jetzt auf diese Entwicklung zurückblickst, aus dieser in den 60er Jahren noch stärker an der Pathologie orientierten Perspektive, wo man doch das Individuum eher stärker fokussierte auf unserer genetischen, biologischen Grundausstattung, doch alles sehr individualisiert wahrnahm. Was waren so sozusagen bezogen auf die Haltung und das Welt- und Menschenbild, was waren so die Aspekte, die für dich jetzt so das Faszinosum waren in dieser neuen Bestrebung? Naja, eben genau dieser Aspekt, also diese Pathologisierung fand ich immer fragwürdig schon und viel zu einseitig. Das wird ja dann sozusagen auch total die Komplexität reduzierend, eben in reduktionistischer Weise auf zum Beispiel Stoffwechselprozesse oder was weiß ich, allein zurückgeführt. Und alles andere, was man ja aber auch in der Medizin kennt, bis hin zu Placebo-Effekten und was weiß ich, das wird einfach entweder abgewertet oder nicht ernst genommen oder sonst irgendwie noch bis heute teilweise, ja, so. Und das war für meine Art des Denkens, was mich interessiert hat, einfach viel zu unzulänglich. Und naja, vielleicht ist sogar, ich habe vorhin erzählt, wie ich da überhaupt dazu kam, sogar etwas gewesen. Ich war, glaube, das war vorher auch schon angelegt, schon in der Art, wie ich sozialisiert wurde, durch meine Eltern auch und so weiter, dass man immer auch Potenziale in Menschen sehen sollte. So, das war sehr früh bei meinen Eltern angelegt, so. Und es hat mich immer beflügelt und so weiter. Aber auch sogar die Entwicklung bei meiner eigenen damaligen Freundin oder Partnerin, für die ich ja erstmal das so versucht habe, hilfreich einzuziehen, nachdem wir dann, also nachdem sie da ausgestiegen war und ich dann Therapie gemacht hatte. Es könnte sogar sein, dass das mit so ein Zusatzmotiv war, wenn ich so drüber nachdenke. Dann habe ich schließlich nach etwas längerer Zeit mich von ihr getrennt. Die Trennung ging von mir aus mit größten Ängsten und Schuldgefühlen, dass das für sie vielleicht ganz schlimm wäre. Aber natürlich, da war sie dann 2 Monate in der Krise und danach ging es ihr ohne weitere Therapie groß immer besser und besser und besser. Wir haben heute noch schöne Kontakte und so. Ab und zu treffen wir uns noch nach so vielen Jahren. Die hat dann später, das wollte sie vorher schon immer, hat sie aber nicht gemacht, Medizin studieren und hat dann eine sehr erfolgreiche Landarztpraxis aufgebaut und so ohne jede Therapie. Und da wurde dann da schon klar in meinem eigenen Leben, hey Junge, das ist nicht nur individuell zu sehen. Der Kontext, als sich unser Kontext verändert hat, hat es offensichtlich Potenziale in ihr wieder freigesetzt. Ich kann das sehr differenziert dann auch erklären, haben wir schon miteinander auch lange darüber geredet. Die war in ganz massiven Loyalitätskonflikten wieder mit ihrer Herkunftsfamilie, die dann zu ihrer eher depressiveren Entwicklung beigetragen haben, weil sie einerseits mit meiner Entwicklung mitgehen wollte, aber das sehr schuldhaft besetzt war in ihrer eigenen Familie und das hat sie schwer zerrissen. Als dieser Kontext weg war, blühte die plötzlich auf. Und solche Sachen wurden dann deutlich, aber die wäre garantiert pathologisiert worden, wenn sie in psychiatrische Bereiche gekommen wäre, mit Medikamente und was weiß ich alles. Das war nachher alles überhaupt kein Thema mehr so. Und aber solche Erfahrungen habe ich halt x-mal gemacht, also dann auch in Therapien. Und das war dann ein zentrales Bestreben, das ist ohnehin die ganze Zeit bei uns in unserer Gruppe gewesen, aus dieser biologisch-psychiatrischen Pathologisierungsperspektive rauszukommen, um kontextbezogene, differenziertere Zugänge zu schaffen, die dann auch Menschen mehr würdigen kann als Menschen mit Potenzialen, als Menschen, gleichwertige Menschen und so weiter. Und das war ein zentrales Motiv von Anfang an bei Und also dieses mehr systemische Denken, lösungsorientierte Denken, dieses weniger
Natürlich auch, aber natürlich nicht nur das fixiert, sondern auch die Pathophysiologie, sondern eben auch auf die salutogenetischen Aspekte, auf die Möglichkeiten der Entfaltung und auch das Schauen nach den möglichen Ressourcen. Das hat ja dann sozusagen Einzug gehalten dann in den 70er, 80er, 90er Jahren und wurde ja immer mehr, glaube ich, auch dann, ich will jetzt nicht sagen allgemeingut, aber doch sehr, sehr viele Therapierichtungen haben dann diese Aspekte mit zumindest integriert. Diese Mischung dann bei dir aus Hypno und systemisch, was war nochmal dort für dich die Motivation, was war nochmal da die Suche oder welche Figur wolltest du dort vollenden für dich? Naja, also das hat ganz klar, erst als ich dann zu Erikson kam, war das für mich die auch wieder fast ein Kulturschock, weil die Art, wie wir auch systemisch gearbeitet haben, das war noch relativ stark problemorientiert. Natürlich auch immer mit der Grundidee, wenn wir die Muster in Bewegung bringen können bei den Leuten, dass die starren, die redundanten Interaktionsmuster auf vertransformieren können, dann entsteht eine Potenzialentfaltung. Wie man die sich erklären kann genau, war eigentlich noch implizit und noch nicht so. Und das habe ich bei Erikson aber ganz anders erlebt. Er hat zum Beispiel... Der hat auch über Probleme geredet, aber wenn ich Therapien bei dem oder auch wenn er mit mir gearbeitet hat, ich habe dann praktisch jede Gelegenheit genutzt, dass ich dann auch mit dem direkt arbeiten konnte, dann war die Frage nach zum Beispiel, woher kommt es, also linearkausale Ursache-Wirkungskonzepte oder sowas, die spielen überhaupt keine Rolle. Oft auch noch nicht mal groß das Thema Problem. Der hat dann eher eben das, die ganze Lösungsorientierung ist eigentlich abgeleitet aus der Eriksonschen Konzeption. Und in diese Richtung war das für mich am Anfang richtig verwirrend, wie wirksam das war. Und das offensichtlich etwas, was wir nicht so systematisch beachtet hatten, aber niemand vorher so in dieser Form, bei dem eine ganz klare Systematik zugrunde lag, die er leider nicht immer explizit gemacht hat, aber die man dann mehr und mehr explizit machen konnte, nämlich, dass halt Erleben ständig plastisch erzeugbar ist. Das ist nicht einfach so, ich bin nicht so oder so, sondern durch Prozesse der Aufmerksamkeitsfokussierung trage ich eigentlich immer zur Erzeugung einer bestimmten Wirklichkeit bei. Subjektiv bei mir, aber auch interaktionell und sozial. Und dieser Aspekt, das hat natürlich wunderbar eigentlich sowieso in die konstruktivistische Konzeption, die den ganzen systemischen Ansatz durchzieht, gepasst, weil da wird dann deutlich, ja, wir konstruieren unsere Realität. Aber mit Eriksonschen Konzepte konnte man viel differenzierter erklären, wie das gemacht wird. Und zwar nicht nur auf der bewussten Ebene, sondern vor allen Dingen auf der, dann nannte man es unbewusst, aber ich nenne es lieber unwillkürlich, weil vieles von dem Unwillkürlichen wird ja auch wieder im Laufe der Zeit bewusst. Aber auf dieser Ebene. Und dann war für mich klar, Mensch, das ist die ideale Chance, Systemisches, was ja sehr bewährt sich hatte, zu verbinden, aber in sehr bereichernder und vielfältiger nutzbarer Form, wenn ich das jetzt damit integriere. Und dann begann dieser Integrationsprozess und das habe ich dann so ab 1980, 81 immer weiter ausgebaut und dann natürlich mit der Zeit auch alles Mögliche, zum Beispiel aus der mehr und mehr einflussreich werdenden Hirnforschung, aus der Embodiment-Forschung, die da gerade so richtig begann, später dann die Priming-Forschung entdeckt und das passt auch wunderbar rein. Das habe ich dann alles damit rein integriert. Aber die Grundlagen sind da gewesen durch diese selbst erlebte Erkenntnis und vielfach bei anderen ja auch gesehen, dass Leute, die kommen rein, ne, zum Beispiel auch diese Pathologisierungssachen, da war ich ab dem Zeitpunkt lebenslang verdorben, das kann ich nicht mehr mittragen, weil da kamen zum Teil da Leute rein, die vollkommen aussichtslos aussahen vielleicht, auch als sogenannte austherapierte, schreckliches Wort für mich, Leute reinkamen und nach relativ kurzer Zeit, wenn der Eris mit ihnen gearbeitet hat, sich plötzlich ein ganz anderes Wesen zeigte in den Menschen, was aber vorher völlig sozusagen versteckt oder verschüttet oder was weiß ich was war. Und da wurde mir immer deutlicher, dass der hat ja von Anfang an, schon von 1930er Jahren an, immer mit der Prämisse gearbeitet, die übrigens sehr bekämpft wurde dann von einer Gruppe von Psychoanalytikern in der American Psychiatric Association. Die wollten ihn sogar rausschmeißen, der hat sich aber nicht erschüttern lassen so, weil seine Prämisse war, selbst wenn jemand jahrelang nur Leidvolles hatte und selbst in seinem Selbstbild nicht das geringste mehr an Vorstellung hatte von eigenen Kompetenzen,
Wir können davon ausgehen, in seinen Worten, in seinem schlummernden, in seinem unbewussten Bereich sind die Kompetenzen da. Und dann müssen wir halt so strategisch arbeiten, dass der wieder Zugang zu den Kompetenzen kriegt, die reaktiviert werden können. Und dann, da kommt der systemische Aspekt noch rein, den der indirekt aber auch schon mit berücksichtigt hatte, dass man sie dann mit den Kontexten vernetzt, in denen sie gebraucht werden. Mhm. Und diese Potenzialhypothese, die hat mich fasziniert. Ich habe sie auch erlebt, auch an mir selber und in einer Weise, die mit meinen ganzen tiefen psychologischen vorherigen Glaubenssystemen überhaupt nicht kompatibel war. Mhm. Ich habe bestimmte, für mich damals zentrale, belastende Probleme manchmal in ein, zwei Sitzungen mit dem Eriksen gelöst und war selber, konnte es gar nicht glauben. Aber als ich dann zu Hause war, in all den Kontexten, in denen die vorher auflackerten, dann war das überhaupt kein Thema und ich konnte sehr zielförderlich und so weiter damit arbeiten. Und alles, was ich vorher geglaubt hatte, ich musste erst mal 20, 30, 50 Sitzungen durcharbeiten, was immer das heißen könnte, damit man mal einen Schritt vorwärts kommt. Das war und zwar ohne jede leidvolle Sache, durch zum Teil narrative Verfahren. Eriksen war der Meister des Storytellings, viele Sachen und so durch andere, durch rituelle Interventionen und so weiter, waren die hervorragend gelöst. Und ich habe es erstmal gar nicht glauben können. Aber diese Potenzialhypothese, die konnte ich dann am eigenen Leib so richtig mitkriegen und so. Und das hat natürlich meine ganze Arbeit bis heute massivst geprägt und so. Ja, ja, ja. Ich finde das enorm faszinierend natürlich und das war ja damals eine Riesenbereicherung, diese Perspektivenerweiterung einfach, ja, im Blick auf Menschen, auf ihre Möglichkeiten. Zugleich erlaube mir, wenn ich ein klein wenig jetzt ketzerisch dazwischen gehe, natürlich, ich selbst komme ja aus der, als Neurowissenschaftler, aus der Psychotrauma- und auch Depressionsforschung. Und ich glaube, das ist, du sagst mir, wenn du es anders siehst, aber ich glaube, es ist schon auch sehr wichtig, dass wir immer alle Ebenen würdigen, wie wir es vorhin schon festgestellt haben. Und natürlich ist es so, dass wir auch damit umgehen müssen, manchmal, dass sozusagen die Entwicklungsgeschichte, die Traumageschichte, das Leben sich in manche Menschen so eingegraben hat, dass sie mit bestimmten auch genetischen vielleicht Vulnerabilitäten auch in einer Struktur dann sich wiederfinden, wo es eben auch Grenzen gibt des, sagen wir es mal, positiven Denkens, der Potenzialentfaltung, der, was natürlich niemals fehlen darf, im Ansatz sowieso, aber dass wir auch realistisch sind, wenn wir auch gerade mit schweren Fällen konfrontiert sind, dass wir dann auch nicht verzweifeln, wenn eben das nicht immer so möglich ist, dass sich Potenziale aufwecken lassen, wenn die Geschichte eben eine so schmerzhafte war. Ja, da bin ich vollkommen deiner Auffassung. Das ist zum Beispiel etwas, was dann, da bin ich auch froh, wenn du das ansprichst, weil das gibt mir die Gelegenheit, auch wieder eine Differenzierung reinzubringen bei diesen lösungsorientierten Ansätzen. Da gibt es ja nicht einen, da gibt es mehrere. Ne? Also, ja, wie soll ich anfangen? Ich habe dann so, ab 1983, da habe ich dann zum ersten Mal Steve DeShazer eingeladen, der praktisch der Protagonist einer konsequenten sogenannten Lösungsfokussierung ist. Und in der Nachfolge von Steve DeShazer hat sich eine bestimmte Lösungsorientierung. Wir haben immer die gleichen Kontroversen gehabt, aber wir waren sehr gut befreundet und haben X-Seminare und Beratungen zusammen gemacht. 23 Jahre lang, der ist leider 2005 gestorben. Irgendwie vermisse ich den immer noch, weil ich habe ihn sehr gemocht und er war unglaublich klug und gut. Er hat also sehr viele Verdienste in unserem Feld. Aber seine Interpretation der gleichen Grundlagen, das wurde auch aus der Eriksen, der war dann praktisch ein Schüler von John Wieglund, der wieder ja beim Eriksen viel gemacht hat, und hat dann den Eriksonschen Ansatz in diese lösungsfokussierende Arbeit übersetzt, so, aber ganz stringent die Eriksonschen Sachen. Seine Schlussfolgerung habe ich nie geteilt, bestimmte, sondern war immer anderer Auffassung, weil das in den Arbeiten, auch in der Nachfolge von Steve DeShazer, da kann man dann heute auch zu lesen, Problem Talk creates problems, also deswegen sollte man gar kein Problemgespräch machen, weil das eben immer wieder Probleme machen würde, abgeleitet aus der Hypothese, naja, da fokussiert man seine Aufmerksamkeit,
dann eben das Problem und das erzeugt dann Problemmuster. Das halte ich für ein Missverständnis. Ich sage dann manchmal, wer das so behauptet in dieser undifferenzierten Allgemeinheit, der hat deutlichen Weiterbildungsbedarf aus meiner Sicht, so, weil das stimmt halt nicht. Das kann ich widerlegen in 2 Minuten. Ja, und dann eben daraus die Schlussfolgerung, but Solution Talk, also wann war es besser, wie war es gut und so weiter, das bringt Lösungen. Also gerade wenn du sagst, du warst beim Grundfischer und so weiter, Psychotraumatologie, wenn man das in diesem Bereich macht, ist das schädigend für die Leute aus meiner Sicht und nicht hilfreich. Ja. Und deswegen war ich schon immer vollkommen anderer Auffassung. Natürlich ist dieser Potenzialblick unbedingt wichtig. Da hatte ich aber schon Diskussionen und Kontroversen sogar mit dem Eriksen. Das war sehr milde, aber ich habe dem unheimlich viel zu verdanken, aber bestimmte Annahmen von ihm teile ich nicht. Und habe da gerade aus einer systemischen Sicht eine andere Sicht. Ne? Ja. Also zum Beispiel dieser eine Teil, wenn jemand massiv verletzende, traumatisierende Erlebnisse gehabt hat, jedenfalls die halt diese Person so verarbeitet hat, dann hat es oft zur Folge, dass die so intensiv und immer wiederholt synaptische Vernetzungen bei sich hat und so weiter, dass, und die kann man nicht löschen einfach so, dass die noch dazu, weil die ja dann kontextbezogen, wenn man systemisch guckt, mit 1000 Alltagsvariablen vernetzt sind und nach dem Hibbschen Gesetz in der Hirnforschung, cells that fire together, wire together, ist es also praktisch 100%ig wahrscheinlich, fast kann man sagen, dass die wieder aufflackern. Ja. Also reicht es überhaupt nicht aus, weil die Annahme dahinter ist, wenn ich nur einseitig lösungsfokussiert in diese Richtung arbeite, dann bringt es schon das gewünschte Erleben an sich. Ja. Damit wird erstens mal die Tendenz, das Problemerleben wieder auflagern zu lassen, indirekt sogar pathologisiert. Obwohl es ein kompetenzorientierter Ansatz sein will, schafft er neue Defizitkonzepte. Ja. Und das ist aber keine Wahrheit, sondern eine Wirklichkeitskonstruktion, die halt wirkt. Und genau nicht so hilfreich. Das ist der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist halt auch der, aus einer hypnosystemischen Sicht, wenn man das von der systemischen Seite nochmal betrachtet, Eriksen sagte halt immer, wenn ich ihn gefragt habe, wie erklärst du dir denn? Du behauptest immer, die Leute haben die Potenziale. Aber wenn sie sie nutzen würden, hätten sie ja ihre Probleme gelöst. Warum alles in der Welt? Nutzen die nicht? War seine Hypothese, das liegt daran, dass das bewusste, gewohnte Denken einfach zu rigide, zu eingeengt sei und das versperrt einem den Blick auf diese Potenziale und Zugang. Eigentlich wird damit indirekt schon wieder die bewusste Seite, die gewohnte Wirklichkeitsseite, wieder auch defizitär, man muss nicht sagen pathologisiert, aber doch sehr als sowas in der Art. Für mich wieder ein Konstrukt, was ich nicht teile. So. Der hat daraus dann übrigens auch sehr viele Schlussfolgerungen gemacht in die Richtung. Dann nützt es gar nichts, wenn du transparent direkt die Leute so hinweist auf ihre Kompetenzen, weil das würde nur in ungünstigen Widerstand enden. Diese Meinung hat auch Steve Chaser mit aufgegriffen und viele andere Leute bis heute. Ja. Ich bin da ganz anderer Auffassung, weil wenn ich dann von der systemischen Seite her schaue und dann aber den Beziehungseffekt dazu, also was hat es eigentlich für beziehungsgestaltende Auswirkungen, wenn jemand dieses Problem gerade erleidet? Da erleidet er nicht nur ein Problem, das hat Auswirkungen aufs gesamte System, in dem er sich bewegt und auf die Beziehungsgestaltung zwischen ihm und den Leuten. Und was hat es für andere Auswirkungen, wenn er die Kompetenzen lebt? Und er zeigte sich aus dieser systemischen Prüfung der Auswirkungen in meiner Arbeit, dass es eigentlich meistens um Loyalitätskonflikte geht, um Zielkonflikte, also schon auf der systemischen Ebene. Weil die meisten Leute dann, wenn ich so in diese Richtung frage und gefragt habe, dann ihnen zum ersten Mal bewusst wurde, wenn ich jetzt meine Kompetenzen, die ich jetzt wieder entdeckt habe, nach unserer Arbeit, wenn ich die jetzt lebe, dann wird es vielleicht eine Belastung für meine Mutter, für wen auch immer so irgendwie. Und dann wurde deutlich, es ist keine Unfähigkeit. Das Nichtnutzen der Kompetenz, schon auf dieser Ebene, ist keine Unfähigkeit, sondern ein Lösungsversuch, um Loyalitätskonflikte, Zielkonflikte zu lösen. Und die werden, wenn man einseitig nur in die Lösungsrichtung geht, sogar geradezu intensiviert wieder. Also ist nicht hilfreich. Da brauchen wir andere Strategien. Aber auch auf der soziologischen Ebene und so weiter habe ich das als fast eine Missachtung der Menschen dann empfunden, wenn sie in das Leidvolle wieder reinkommen, was die ja nicht wollen. Aber dann wird aus dieser Haltung, man muss nur so fokussieren, fast schon, du hast es wieder falsch gemacht, wenn du nicht so fokussierst, das macht geradezu
problemverstärkende Effekte bei den leidvoll Betroffenen. Und da war klar, hey, nee, eine ganzheitliche Vorgehensweise dieser Art muss erstmal sehr würdigend, unterstützend und so weiter, achtungsvoll und empathisch, die leidvolle Seite, so eigentlich aus einer familientherapeutischen Denkweise sowieso logisch, da hat Ivan Posomenjoc immer von einer Allparteilichkeit gesprochen für alle Beteiligten. Aber damit sind jetzt in diesem Denken bei mir nicht nur die äußeren Beteiligten gemeint, sondern auch die inneren Strebungen. Und dann zeigt sich, ne, und da braucht es sehr viel Unterstützung, sehr viel Empathie und außerdem auch noch einen Prozess, der den Leuten verstehbar macht und sie noch mehr würdigt, dass auch in ihren leidvollen Problemen, dass das Ausdruck von Lösungsversuchen war, in verzweifelten Zwickmühlen, wo sie nichts anderes zur Verfügung hatten. Ja. Und dann gibt es eine ganzheitliche Würdigung. Das geht aber nur, deswegen heißt eines meiner Bücher zum Beispiel schon im Titel, Liebesaffären zwischen Problem und Lösung. Da geht es nicht um Sex. Da geht es aber darum, dass die Problemseite auch in ihren kompetenten, zu würdigenden Aspekten, allerdings Kompetenz mit furchtbarem Preis, mit Leid, gewürdigt werde und auch nicht als reines Unvermögen da sind. Ja. Wundervoll. Also so drei Punkte, die mir so hochkommen. Ich lege mal einfach ein bisschen los, weil ich das gerade so spannend finde, weil ich gerne ich bin gerade große Freude macht, da jetzt anzudocken an diesen wichtigen Punkten, die du genannt hast. Das eine ist zum Thema eben dieser Veränderlichkeit. Natürlich wissen wir aus der neurowissenschaftlichen Forschung, dass diese Veränderungspotenziale da sind, dass sie groß sind, dass sie möglich sind. Und doch wissen wir heute zugleich aus der wirklich neuesten Traumaforschung, gerade mit vorgeburtlichen und frühen Traumata, wissen wir etwas, was noch vor 10, 15 Jahren nicht bekannt war. Nämlich, mein Spruch ist immer, wenn wir das Gehirn anschauen, was ist das Gehirn eigentlich? Und dann sage ich immer etwas verkürzt, aber ich glaube vielleicht trotzdem auf den Punkt gebracht zugleich, es ist gleichsam Lebenserfahrung, die zur Morphologie geronnen ist. Genau, also materialisierte Lebenserfahrung. So ist es, so ist es. Und was wir heute aber zeigen können, ist, dass tatsächlich wir, gerade bei frühen Traumata, nicht nur diese, sagen wir mal, dysfunktionale Stressachse nachher sehen können, was ja klassisch ist für frühe Traumata. Stress ist doch mehr oder weniger eine relativ unspezifische Reaktionsbereitschaft des Körpers und des Organismus. Was wir aber heute sehen können, ist, dass traumaspezifisch tatsächlich sich kortikale Bereiche hochspezifisch verändern. Also das heißt beispielhaft, wenn jetzt jemand mit einer Frau etwas Furchtbares erleben musste und durchleben musste, wie eine Vergewaltigung, dann kann gezeigt werden, wie ihre Genitalregion auf der kortikalen Ebene atrophiert. Wenn jemand emotional schwer belastet wurde, dann können wir sehen, wie Bereiche atrophieren, wo die Selbstbezüglichkeit hergestellt wird, wenn Selbstkontakt hergestellt wird. Wenn Kinder zuschauen müssen, wie furchtbare Dinge sich vor ihren Augen abspielen, dann atrophiert ihr visueller Kortex. Also wir sehen, dass das Leben sich gleichsam auch hochspezifisch einschreibt in unser Gehirn. Ja. Damit möchte ich keinen Determinismus das Wort reden, aber ich möchte nur davor warnen, dass wir später einfach durch Konstruktionsprozesse einfach alles wieder ins Gute schieben können, dass manchmal das eben ein schwerer Prozess ist, manchmal ein Prozess auch, der nur begrenzten Erfolg mit sich bringt, aber natürlich müssen wir auch um diesen ringen. Das wäre so ein Aspekt, der mir nochmal wichtig zu betonen ist, weil ich zwar ein Vertreter der Richtung bin, das Gehirn bleibt ein Leben lang dynamisch und veränderbar, aber trotzdem dürfen wir das nicht quasi unendlich in unserer Vorstellung ausdehnen, dieses Konzept. Ein zweiter Aspekt, und ich glaube, den hast du auch schon im Prinzip benannt, ich würde es nur noch mal einfach mit meinen Worten formulieren wollen, nämlich, dass das Bild des Lösungsorientierten, so wertvoll es natürlich ist für uns, darf im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass Menschen, die vielleicht diesen Zugang nicht so leicht finden,
der ihnen vielleicht sich mehr verschlossen zeigt, dass sie nicht in so ein Schuldgefühl kommen, ach, du bist ja nur unfähig, nach dem Motto, ne, du bist jetzt nicht einfach vielleicht schwer belastet, sondern du bist einfach nur unfähig, weil du nicht genug dir gute Gedanken machen kannst. Davor möchte ich auch eben sehr, sehr warnen. Das waren deine Worte ja im Prinzip ja auch. Und erlaub mir doch einen dritten Aspekt reinzubringen, der mir auch nochmal so wichtig ist, dass das Thema Leid und Schmerz trotzdem auch zum Leben gehört. Also das heißt, manchmal will mir so scheinen, dass dieser Theoriemarkt schon fast Leid und Schmerz als frevelhaft ansieht. So nach dem Motto, wir sind alle positiv, wir sind alle lösungsorientiert, wir sind alle an den guten Möglichkeiten, an der Resilienz ausgerichtet. Aber das darf natürlich nicht negieren, dass Schmerz, Leid und Konflikte Teil eines jeden Lebensvollzuges sind. Und dass das nicht mit Schuld und mit Unfähigkeit nur behaftet ist, sondern einfach auch eine anthropologische Konstante unseres Daseins. Und das höre ich bei dir heraus, und das finde ich so wundervoll, dass man eben nicht sozusagen in einen Positivismus hineinfällt, der gleichsam alles negiert, was mit Schmerz und Leid zu tun hat, und alle Menschen schuldig spricht, die am Ende vielleicht nicht in der Lage sind, vielleicht an diese Ressourcen so leicht heranzukommen. Also es ist kein Wunder, dass ich dann so in Kontakt mit dir dann gegangen bin, weil das ist genau das, was ich immer schon vertrete. Aber jetzt über zum Beispiel diese Sachen, die du so wunderschön dann auch auf der neurobiologischen Ebene und der Neurophysiologie so schön präzise zeigen kannst, da kriegt es auch mal von der Seite nochmal profunde Argumente, und die sind einzubeziehen. Weil das ist genau der Punkt. Also schon der erste Punkt, ne, der gesagt hat, und da zeigt sich aber auch, deswegen hat für mich die ganze Arbeit auch eine politische Dimension, eine gesellschaftsdynamische Position, weil, wenn wir so gucken, du hast auch das Stichwort Selbstoptimierung zum Anfang reingebracht, ne? Ja. In unserer Gesellschaft ist ja heute so immer quasi in die Richtung anything goes, und so, als ob unsere Endlichkeit wie ein Problem wäre und die muss in irgendeiner Weise hinausdefiniert werden. So. Ja. Und dann gibt es ja dann so Hochrechnungen, dass wir bis zu 1,8 Planeten verbrauchen würden. Wir haben aber nur einen. Und deswegen ist die Begrenztheit sowohl des menschlichen Lebens, auch der menschlichen Möglichkeiten, eigentlich die Voraussetzung für gesundes Verhalten. So, ne? Eigentlich schon von der biologischen Seite ist es ziemlich trivial. Ein lebendes System gewinnt seine Kraft durch seine Begrenzung. Also die Innen-Außen-Unterscheidung, so schon beim Immunsystem, schon bei der Haut oder sowas, ohne die wird die Entropie uns töten, sozusagen, wird praktisch die Energie ins Weltall diffundieren, und dann gibt es uns halt nicht. Also ist für jedes lebende System die Innen-Außen-Unterscheidung, das heißt die Begrenzung, eine zentrale Lebensaufgabe. Das ist eine wichtige, überhaupt eine Voraussetzung für Leben, die Begrenzung. Ja. In der kognitiven Großhirnrinde in dem 20. Jahrhundert und im 21. scheint es nicht so populär zu sein. Gell? Da gibt es ja dann schon Leute, die hoffen dann so, wie manche Leute, mit der Peter Thiel oder wie der heißt da, im Silicon Valley, dass man praktisch unsterblich und so weiter. Eine aus meiner Sicht lächerliche, aber auch schreckliche Vorstellung. Ja. Aber diese Endlichkeit reinzubringen, ist eine entscheidende Komponente auch für Würdigung von Menschen, wenn sie zu uns kommen. So, und da zeigt sich eben genau das, was du schon gesagt hast, ne? Übrigens, deswegen ist das für mich sogar auch das wieder, die Atrophie der visuellen Bereiche, der Sehrinde, wenn Kinder was Schreckliches sehen haben. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber für mich in einer Perspektive, das ist natürlich schrecklich und unangenehm, hat viele blöde Folgen, aber ich interpretiere das schon als eine unbewusste, intuitive Fähigkeit des Organismus, sich zu schützen vor Sachen, die man nicht sehen will. Absolut. Ja. Das würde man als Gating bezeichnen. Genau. Das ist vorgeschlossen, damit man sich schützen kann. Ja, aber absolut. Natürlich zu einem furchtbar hohen Preis. Und wenn man diesen Preis nicht einbezieht, dann wird es zynisch, finde ich. Nicht, für mich nicht hilfreich. Und so. Absolut. Und deswegen kann man ja schon sehen, vielleicht, also für therapeutische oder auch für Beratungssachen oder sowas, ist deswegen für mich ungeheuer wichtig,
dass wir diese Begrenztheit der Möglichkeiten mit gleichzeitigem Blick auf, was ist aber möglich. Also, weil ich glaube, wir nutzen typischerweise und Leute, die zu uns kommen mit Leid, noch weniger, vielleicht nur einen kleinen Teil der Bandbreite, die uns zur Verfügung steht an Potenzialen, aber die ist trotzdem begrenzt. Natürlich. Und diese Begrenzung muss da unbedingt rein. Dann schützt man die Leute vor selbstperfektionistischen, selbstunterdrückenden, die bei Depressionen zum Beispiel eine riesige Rolle spielen, vor diesen Sachen viel mehr. Und außerdem, wenn jemand leidet, ich glaube, das ist eine menschliche Grundsituation, die bei jedem Menschen weltweit, ich vermute, nämlich, dass wenn man leidet, dass es eine tiefe Sehnsucht gibt, angenommen zu sein, verbunden zu sein, gesehen zu werden und gewürdigt zu werden, gehalten zu werden, Empathie zu erleben für dieses Leid und nicht noch mit Leistungsanforderungen in dem Moment überflutet zu werden. Und mit diesen einseitigen Lösungsorientierungen, ungewollt, das unterstelle ich niemand, kommt aber genau in der Wirkung das zustande. Ich weiß es von so vielen Leuten, auch die zu uns in die Sibelius-Klinik kommen, die haben solche Erfahrungen und das hat die unglaublich unter Druck gesetzt und ihre Probleme verstärkt. Mhm. Aber deswegen muss als erstes jemand liebevoll, achtungsvoll angenommen werden in seiner momentanen Begrenztheit, vielleicht auch in seiner dauerhaft bleibenden Begrenztheit. Aber dann so, dass es nicht ein Problem ist oder etwas über seinen Wert Minderndes aussagt, ganz im Gegenteil, sondern dass das auf einer anderen Ebene zu einer würdigenden, gleichrangigen Begegnung wird. Ja, absolut. Und das geht nicht, wenn ich einseitig nur in diese Lösungsrichtung gucke. Wundervoll, wundervoll. Der zweite Teil auch, also, oder der dritte Teil, den du angesprochen hast, mit der Würdigung des Leids. Ne, also für mich in meinem Leben sind verschiedene Leute besonders einflussreich gewesen. Helm Stierlin zum Beispiel, Milton Erickson natürlich sowieso, eigentlich andere auch, aber unbedingt Viktor Frankl. Ich hatte mal das große Glück, den Viktor Frankl und seine Frau einen ganzen Tag lang zu begleiten. Wir haben diskutiert Stunden und Stunden. Da war der Mann schon 90. Ne? Das hat natürlich auch wieder für meine Perspektive für Traumatherapie eine zentrale Rolle. Und der war also weniger traumatisiert in seinem Erleben als ich. Und der war aber 4,5 Jahre im KZ. Ja. Dieses Buch trotzdem Ja zum Leben sagen, das war ein ganz entscheidendes, einflussreiches Buch in meinem Leben. So. Ja, und, wundervoll. Aber wundervoll. Bei Viktor Frankl war immer klar, das Leid ist ein wichtiger Teil und dem Leid auch einen Sinn verleihen, ist eine entscheidende Komponente, die man übrigens wieder bis zur Salutogenese, Sense of Coherence, beim Antonowski, Kohärenzgefühl, ja auch wieder finden kann. Ja. Und die Würde eines Menschen wird erst überhaupt kongruent erlebbar und miteinander praktizierbar, wenn man ihn auch würdigend annimmt in seiner Begrenzung, in seinem Leid. Und dass das Leid nichts. Natürlich ist das für die Leute sehr schlimm, aber gleichzeitig etwas, was sie sozusagen als Menschen würdigt überhaupt. Deswegen ist das ein unheimlich wichtiger Aspekt. Das verstehe ich unter Lösungsorientierung. Nicht anything goes und wenn du es nur richtig machst, dann klappt es schon. Sondern auch wenn man vielleicht noch einen Satz, wenn man die Begrenzung anerkennt, die du ja so schön auch von der physiologischen Ebene zeigen kannst in den Hirnforschungsergebnissen, dann kann Lösung nicht heißen, naja, jetzt hast du halt eine atrophierte Sache da so, jetzt musst du nur ein bisschen denken, da wird schon besser. Weil das ist einfach eine missachtende Überforderung von Leuten. Aber dann kann man doch gucken, wenn man das würdigt, Mensch, da haben sie als sozusagen wie eine, durch eine Verwundung, könnte man das ja nennen auch, eine bestimmte Einschränkung bestimmter Möglichkeiten, jedenfalls zur Zeit. Aber was wäre der beste, achtungsvolle, sie erfüllende Umgang mit dieser Begrenzung? Dass die nicht ein Makel oder ein Defizit wird, sondern eine zu würdigende Sache, wo aus der man heraus dann das Bestmöglichste unter diesen Bedingungen macht. Ja. Aber das geht nur unter Anerkennung eben dieser zurzeit nicht zugänglichen Möglichkeiten. Ja, sehr schön, sehr schön. Und ich hatte übrigens ebenfalls das große Glück, Viktor Frankl noch erleben zu dürfen. Ich habe damals in Wien bei diesem besagten Weltkongress habe ich ihn erlebt. Ja, genau, da war er ja auch, Genau, und gerade er ist ja ein Stichwort genau dafür, weil du auch gerade jetzt den Thiel oder Silicon Valley angesprochen hast. Ich glaube, in der Diskussion, die wir jetzt gerade führen mit der KI, den technischen Möglichkeiten und so weiter,
kann man viele, viele Positionen einnehmen. Was mir dabei fehlt, ist, dass wir einen Diskurs führen darüber, nicht nur über die technischen Möglichkeiten. Das ist ein eigenes Thema, kann ich auch abendfüllend darüber berichten. Aber für mich ist, was mir fehlt, ist der Diskurs, welches Menschenbild wollen wir eigentlich? Welches Bild von uns haben wir und was wollen wir pflegen? Und da, glaube ich, wenn man Viktor Frankl nennt, muss einem klar sein, dass Kontingenzen Teil des menschlichen Seins sind. Also das heißt, im Sinne von Vulnerabilitäten, also Verletzlichkeiten, dass wir krisenhaft sind, dass wir sozusagen auch Freiheitsspielräume haben, aber auch die sind nicht unbegrenzt. Also das heißt, wir sind in gewissen Kontingenzen, ich will nicht sagen gefangen, aber wir sind von ihnen durchdrungen, weil sie unser Leben eben auch bestimmen. Und die Frage ist, Cotella Mirandola sagt, im Stärken unseres Geistes, im Stärken unserer Urteilskraft und im Stärken unserer Liebe haben wir die Möglichkeit, uns zu gestalten und dadurch erst gleichsam unsere Würde in Gänze zu entfalten. Und wenn wir das, ist das unsere Maxime? Das könnte eine sein, aber ist sie das? Oder möchten wir statt handelnd zu gestalten, statt handelnd zu entwerfen, möchten wir lieber designen? Es gibt für beides für und wider, aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft das klären sollten, dass wir nicht nur es jetzt anderen überlassen sollten, darüber zu entscheiden, wie das neue Menschenbild auszuschauen hat, sondern dass wir auch als Gesellschaft mündig genug für unser, also für unser Welt- und Menschenbild auch dann einzutreten. Und das ist das, was dann auch eben Leid und Kontingenzen und Unsicherheiten und Vulnerabilitäten integrieren muss. Denn das ist eine Conditio Humana. Wir sind eben deshalb auch Menschen. Genau, und also das ist in meiner Arbeit ein ganz zentraler Punkt, dass ich, ich würde es noch auf einen anderen Aspekt bringen, gerade was das du ansprichst, ne? Wenn wir den Aspekt der Würde nehmen, den du da angesprochen hast, der durch unsere Möglichkeiten der Selbstgestaltung, der Selbstentwerfung und so weiter kommen, dann ist natürlich auch eine Verantwortung damit verbunden, ganz massive. Und die kann in unterschiedliche Richtungen dann ausgeformt werden. Also ich sehe da eben bei diesen Sachen so irgendwie das können wir das Unendliche oder die Unsterblichkeit oder sowas, auch einen Punkt, ich kann das ja alles verstehen, einerseits von der emotionalen Sache her, aber wenn man das mal so konsequent durchdenkt, hat es für mich auch den Punkt zur Folge, dass man damit eine Art Dissoziation, eine Trennung macht von all diesen nicht gewünschten Endlichkeitsaspekt. So, alles das sogenannte Schwache, das sogenannte nicht so funktionsfähige, vermeintlich oder auch, kann man diskutieren, von welcher Perspektive man das sieht. Und das wird dann eher sozusagen als eher behindernd, als lästig und so weiter angesehen. Und damit wird aber Fragmentierung unterstützt. Fragmentierung in der Gesellschaft, die wir mehr und mehr sehen, aber Fragmentierung auch im Inneren und so weiter. Für mich ist sowieso auch das, was du da zitiert hast von den Philosophen, noch muss ergänzt werden damit. Und welche Kontexte müssen geschaffen werden von uns, damit überhaupt diese Selbstbestimmung, Selbstentwicklung ermöglicht werden kann. Würde heißt zum Beispiel eben auch, ist nicht nur ein individuelles, ist für mich auch ein interaktionelles Punkt. Deswegen in meinen Konzepte für Organisationsentwicklung und Führungskonzepte, die ich aus der hypnosystemischen Arbeit entwickelt habe, da spreche ich dann oft mit Führung, mit Würde und Führung, um Würde zu unterstützen. Und das heißt zum Beispiel, das war für mich ein Grund, ich habe diese Konzepte für diese Kliniken aus der hypnosystemischen Denkweise entwickelt und dann halt diese Gründungsinitiative auch gemacht. Und bei uns in der Systelos-Klinik ist die Hauptrichtung von vornherein gewesen, wie kann ich ein Konzept für eine Klinikorganisation entwickeln, in der die Beteiligten, die Mitarbeiter, einen förderlichen Kontext für diese Art der Würdeentwicklung kriegen. Und das heißt natürlich, da muss viel Raum für Selbstbestimmung, also klassische starre Hierarchie, die so oft in Kliniken ist, ist geradezu kontraindiziert. Also habe ich, aber ich bin ja praktisch der, der das hierarchisch definiert hat, die Hierarchie massivst abgeflacht.
Als erste hierarchische Maßnahme wurde die Hierarchie abgeflacht und sehr viel Raum für Förderung, für genau diese autonomen Selbstorganisationsprozesse, die natürlich dann wieder fürs Unternehmenswohl zusammengeführt werden, aber nicht von einer Seite, von meiner und meiner Mitgesellschafterin, Mitgeschäftsführerin, der Michael Reinhardt, sondern mit gemeinsamen Prozessen. Aber da ist eben genau der entscheidende Teil immer, damit diese Würde berücksichtigt werden kann, muss die Endlichkeit, die Begrenztheit der Leute auch berücksichtigt werden, weil ja genau das macht sie zu würdigen Menschen. Und dann kriegt man natürlich auch wieder eher eine andere Aufgabe, nämlich der Integration der Dinge. Ne? Wenn man zum Beispiel bei Traumatherapie das sieht, na, was ist denn das, was die Leute ins Leid bringt? Diese Fragmentierung, die sie erleiden über schreckliche Erfahrungen. Und letztendlich ist doch das Bemühen, die Integration hinzukriegen. Integration geht aber nicht, wenn man etwas unberücksichtigt lässt, was vielleicht eben dazu gehört, zum Beispiel die Verletzung, zum Beispiel das Nicht-Können von was im, vielleicht für immer oder jedenfalls im Moment. Zum Beispiel, gerade wenn man das noch reinnimmt, da habe ich viel gelernt von meinen Klienten und Klientinnen, die mit Traumata zu mir gekommen sind. Da habe ich natürlich mit meinen Konzepten intensiv mit ihnen gearbeitet. Und da konnten sehr viele Ressourcen und Kompetenzen reaktivieren, die denen vorher gar nicht klar waren. Und da hat sich das sehr verbessert und plötzlich ging es nicht weiter mit der Verbesserung. Und ich noch immer, weil ich wollte ja noch mehr helfen, habe immer noch mehr tolle Interventionen gemacht, haben aber nichts gebracht in Verbesserung. Bis ich wieder, das ist ein zentrales Konzept, was ich auch von Erikson übernommen habe, das Grundverdienst gehört zu Milton Erikson, nämlich Utilisation als Ansatz, dann überlegt habe, hey, da müsste ich jetzt mal anders dran gehen und überlegen, was daran könnte vielleicht eine Kompetenz sein, wobei wir noch nicht wissen, wofür, eine Kompetenz, dass es nicht weitergeht. Und da habe ich andere Zugänge gemacht und habe dann mit den Leuten so mit sogenannten Seitenmodellen, die ich entwickelt habe, gearbeitet. Gibt es noch so Seiten in, die vielleicht irgendwie bremst, die nicht zustimmen zu einer weiteren Besserung? Und die haben wir regelhaft gefunden. Und zwar, wenn ich dann sozusagen Interviews gemacht habe mit diesen Seiten und die Leute waren praktisch die Pressesprecher ihrer Seiten, dann zeigte sich immer, dass diese Seiten nicht mehr an der Verbesserung mitwirken wollten zu dem Zeitpunkt, weil sie die Befürchtung hatten, wenn es jetzt immer noch besser wird, erstens, dann sieht es vielleicht so aus, als ob es gar nicht so schlimm war, wie sie es mal erlitten haben. Aber diese Seiten haben klar gemacht, es war schlimm, es ist schlimm und es muss lebenslang gewürdigt werden, dass es immer auf dieser Ebene schlimm bleibt, was gar kein Gegensatz zu einer hilfreichen Entwicklung ist. Aber die Voraussetzung ist gerade die Würdigung, dass es schlimm bleibt. Und dann konnte das integriert werden. Eine zweite typische Befürchtung, die ich immer wieder gefunden habe, war dann, ja, wenn es jetzt so besser wird, weil die Person bisher ja identifiziert war mit, wenn doch das Zeug weg wäre, das Leidvolle, dann denkt sie nicht mehr an mich. Ich will aber, dass sie an mich denkt. So dass ich da eine ganze Klasse von Interventionen entwickelt habe, die sich sehr bewährt haben. Ich nenne die dann Mahnmal-Intervention, dass ich mit den Leuten durchspiele. Also hören Sie, für jeden Käse gibt es einen Gedenktag oder sonst was. Und ausgerechnet für diese leidvollen Sachen nicht. Wir planen systematisch, was wären würdigende Andenken oder Gedenkmaßnahmen für dieses Leidvolle, was Sie erlitten haben. Und dann plötzlich ging es wunderbar konstruktiv weiter und die Leute konnten sogar mit erhobenem Haupt oder können sagen, ja, und ich habe das erlitten und das bleibt ein Leid und ich habe aber was Tolles daraus gemacht. Dann wird sogar der Fokus auf das Leid die zentrale Voraussetzung für weitere Kompetenzentwicklung. Ist überhaupt kein Gegensatz. Und auf dieser Ebene müssen wir auch auf der gesellschaftlichen Ebene, finde ich, wieder diese Integration und nicht die Fragmentierung unterstützen. Jetzt haben wir eine andere Mainstream-Politik. Da wird immer alles wow. Und wenn es nicht klappt, das kommt, das stört, das muss weg, das wird ausgegrenzt, aber das lässt sich nicht ausgrenzen. Und es kommt dann sozusagen durch die dunkle Hintertür wieder rein. Und ich glaube, auf diese Art, auch die ökologische Krise und die Herausforderung wird nur lösbar, wenn wir es überhaupt lösen können, wenn wir diese Endlichkeit und auch den Aspekt des Leids, was wir auch Tieren zufügen und so weiter, wenn das endlich mit integriert wird. Und insofern, also da sind wir auf einer Linie. Ja, wundervoll. Das sind wichtige Aspekte, weil ich glaube, dass wir gerade in dieser neuen, doch sehr ja auch zum Glück ja auch großen Psychotherapie- und Coaching-Szene
Tendenzen hier und da sehr wohl beobachten können. Die sehr so stark. Richtung dieser Selbstoptimierung gehen. Ja, ja. Und ob wir jetzt über Psyche, über Geist, über Schlaf, über Ernährung reden, dann gilt das Motto gleichsam, wenn du das nicht kannst, dann bist du einfach unfähig oder bist einfach unwillig, genau, oder bist einfach nicht willens. Und das, glaube ich, macht die Welt ein bisschen zu einfach. Und es negiert auch dann, sagen wir, wie du es auch gesagt hast natürlich, es negiert ja auch dann gesellschaftliche Strömungen. Wir tun dann so, als wenn die Konstruktion allein in uns abliefe und wir nicht auch das Ergebnis einer starken Wechselwirkung mit unserer Umwelt sein. Und das heißt, wir müssen auch gerade in der systemischen Betrachtungsweise immer auch schauen, wir sind das Ergebnis auch einer Entwicklung in einer Wechselwirkung mit der Welt. Und wie verankern wir uns in dieser Welt? Genau. Ich habe den Verdacht momentan, dass wir in eine Zeit hineingehen, wo der Mensch, ich sage es mal etwas provokant, wo der Mensch seiner Eigenschaften beraubt werden soll. Das heißt also, das, was uns auch in dieser Welt verankert, die Endlichkeit, der Schmerz, aber auch das Heil, das wir finden können in Liebe, in Freundschaften, in Familie, in Traditionen, vielleicht auch in der Kirche, je nachdem, wo ich meinen Halt suche, dass dort gleichsam wir momentan Mühe haben, diese Verankerungspunkte, die uns auch ein Stück strukturieren in der Welt, die uns auch sozusagen das Fundament geben, aus dem heraus wir nach oben streben können in die Freiheit, in die Autonomie, dass das etwas negiert wird, dass das gleichsam schwer gemacht wird. Als wollte man den Mensch ohne Eigenschaften haben, der dann wahrscheinlich leichter formbar ist, aber dass wir eben all das benötigen, Freiheit, große breite Flügel brauchen auch eine Verankerung in der Welt, brauchen eine Verankerung, eine Beheimatung, nicht nur in sich, sondern auch in meinem Umfeld. Und das, glaube ich, heißt auch eben systemisches Denken, dass wir all das mit einbeziehen. Und du hast es vorhin, ich bin so dankbar für diesen Satz gesagt, wir haben auch eine politische Perspektive, eine gesellschaftliche Perspektive, die wir mit einbeziehen müssen, weil auch sie strahlt in unsere Klienten und Patienten ein. Auch sie wird dort wiedergespiegelt. Auch sie ist Teil unserer inneren Struktur. Und wir, wenn ich jetzt einfach mal auf die letzten 3 Jahre zurückblicke, dann war es für mich, ich habe mich manchmal das einsam gefühlt, wenn ich darauf hingewiesen habe, wir wollen jetzt, ohne den Diskurs aufmachen zu wollen, jetzt mit einzelnen Maßnahmen, die wir da hatten, sondern ganz allgemein auf einer Metaebene, das Soziale ist das Zentrale unseres Menschseins und übrigens auch unserer Gesundheit, auch unserer serotogenetischen Funktionen ist die soziale Einbettung das zentrale Moment. Und wenn wir Maßnahmen dann auf einmal über Jahre hinweg über uns ergehen lassen, die uns ja genau dort beschädigen, in unserem sozialen Gefüge, in unserer Ressource, die wir finden, ineinander, in einer liebenden Gemeinschaft, dann glaube ich, sind wir auch aufgerufen, als therapeutisch tätige Menschen, als Wissenschaftler, auch hier uns zu Wort zu melden, weil Menschen beschädigt werden, wo die Beschädigung gleichsam sich ja jeden Tag offenbart. Und deshalb glaube ich, wenn man systemisch ernst nimmt, das alles mit einzubeziehen. Und deshalb bin ich so dankbar für deine Worte, die eben auch in denen sich ausdrückt, dass du gleichsam auch genau das alles umarmst. Und damit auch, um es wirklich auf den Punkt zu bringen, auch die Endlichkeit. Nur wer den Tod umarmt, kann in Gänze das Leben zur Blüte bringen. Genau. Das ist das, was uns Menschen ja nun tatsächlich auch wirklich auszeichnet. Genau. Ja, wenn du das ansprichst, ne, also gerade auch diese gesellschaftliche Dimension oder sowas, man kann es auch in vielen Entwicklungen sehen, auch wieder dann im Psychotherapiebereich, weil das hat sehr wohl Auswirkungen, Ergebnisse. Ne? Also zum Beispiel diese epidemische Entwicklung der Burnout-Entwicklung, die wird ja unterschiedlich dann interpretiert, aber wenn ich dann ganz viele Leute auch bei uns in der Klinik, aber auch ambulant bei mir, Milton-Erickson-Institut in Heidelberg, so
die kommen dann, wenn ich dann mit den Leuten arbeite, wird immer deutlich. Praktisch, eigentlich kann man sagen, kann man überhaupt nur einen Burnout entwickeln, wenn man irgendwie auch eine innere, also fast schon Gejagtheit in sich hat, sich gehetzt und gejagt fühlt, weil man den eigenen Wert, und zwar gerade weil man sehr viele Kompetenzen hat, aber, oder erlebt bei sich, den eigenen Wert abhängig macht von irgendwie einer Funktionsfähigkeit, egal wie die Kontextbedingungen sind. Also wo man dann sogar die Verantwortung für Strukturen, also zum Beispiel viele Leute in Organisationen, die dann Burnout entwickeln, die kommen nicht aus dem Top-Management. Das sind die wenigsten. Die meisten kommen aus dem Mittelmanagement oder drunter. Und immer kann ich dann mit den Leuten herausarbeiten, dass sie gerade aus ihrer Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, was ich sehr wertschätzbar finde und anerkennenswert, aber dann strukturelle Widersprüche, die man gar nicht als Einzelperson in keiner Rolle lösen kann, da versucht haben, in sich zu lösen oder durch ihre Bemühungen zu lösen. Und dann merken sie, das geht gar nicht, machen aber dann die Schlussfolgerung, das liegt an mir, weil ich noch nicht genug wunderbar funktioniere, und gehen dann in eine totale, immer mehr dann arbeiten sie und sonst was, sozialer Rückzug und so weiter, in eine totale Selbstüberforderung, immer noch aber eher sich in Frage stellend, weil sie sich unterjochen innerlich, unter diese Leistung, 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 du bist nur was wert, wenn du leistest, so ohne die Kontextbedingungen noch genügend zu reflektieren. Und dann kann man sogar den Burnout wieder verstehbar machen als eigentlich eine Leistung des Organismus. Die Leute glauben, sie versagen, aber ich versuche ihnen immer, und das wird ihnen dann deutlich zu sagen, nee, etwas in ihnen hat sich klugerweise versagt. Und das ist ein großer Unterschied, ne? Da hat sozusagen, wo sie selber mit ihrem bewussten, üblichen Denken, wo sie so identifiziert sind mit dieser einseitigen Funktionsideologie und so und Anything Goes und Selbstoptimierung, da hat ihnen sozusagen ihr Organismus den Stecker gezogen als Verweigerung, da weiter mitzumachen, um dann wieder eine Sinnsuche zu machen. Was könnte der neue Sinn sein? Aber das ist ein gesellschaftliches Thema, was sich dann bis in die individuelle Reaktion niederschlägt, weil wir sind halt Beziehungswesen. Und als Mensch orientiert man sich eben nicht nur an sich selber. Also ich meine schon angefangen von der ganzen Identitätsentwicklung der Sprache und der Kultur. Wenn wir denken, also hat schon George Bernard Shaw gesagt, Unabhängigkeit ist ein bürgerliches Vorurteil. Das hat der Helm Stirling so gern zitiert. Und da ist natürlich was dran. Natürlich habe ich einen Gestaltungsraum für meine individuelle Freiheit und Verantwortung, aber eingebettet in einen Rahmen, der ist so viel komplexer, als ich es überhaupt in meinem Bewussten wahrnehmen kann. Und wenn man sich das aber dann klar macht, dann kriegt man wieder eine andere auch Mitverantwortlichkeit für andere Menschen, eine andere Verbundenheit. Unsere Gesellschaft, genau wie aber das Innere von vielen Menschen, die zu uns kommen in Therapie, leidet unter diesen Fragmentierungsprozessen, dass die Verbundenheit und gerade zu den, sag mal, sensibleren, schwächer anmutenden und so weiter Seiten, die wird weggedrängt. Die will man nicht haben, weil sie nicht da reinpasst. Aber darin liegen sehr viele Stärken, die uns überhaupt menschlich machen. Liebe und sowas, das kannst du nicht funktional programmieren, Gott sei Dank. Und so weiter. Aber was macht überhaupt ein menschliches Leben erfüllt? Ja, wenn das alles funktioniert und ohne solche Sachen, die man nicht kontrollieren kann, durch kein Computerprogramm der Welt, Gott sei Dank, da kann die KI machen, was sie will, da kommt sie nicht mit. So in der Form. Aber was wäre das für ein Leben, wenn das nicht auf dieser Ebene? Und das heißt eigentlich, dass ich eingebettet bin in etwas. Sinnerfüllung kommt aus meiner Sicht nur, da bin ich übrigens wieder bei Viktor Frankl, wenn ich sozusagen mich anerkenne als eingebettet in einen größeren Zusammenhang, eine Ich-Transzendent, so in der Form. Und damit aber auch ein Aspekt von Demut. Für mich ist Lösungsorientierung nur dann eine gute Lösung, also wenn sie das alles mit enthält. Und dann kann eine ganz andere Lösung, aber die kann Kraft kriegen und Freude machen und alles und vor allen Dingen eine Würde für alle Leute bedeuten. Aber wenn das ausgegrenzt wird, und da sind wir aber in unserer Gesellschaft, ist das eher der beliebtere Mainstream. So. Steht es auch. Das ist so etwas wie eine Angstbewältigungsstrategie, weil offensichtlich vielen Leuten die Begrenzung Angst macht. Und dann definiert man sie halt raus. Aber damit ist sie nicht weg. Absolut. Es gibt schöne, wenn wir jetzt
Soziales, Psyche, Körper, Geist und Gesundheit zusammennehmen. Es gibt eine schöne Untersuchung, die gezeigt hat, wenn Menschen einen extrem hohen Stresspegel haben und damit sehr, sehr hohe Entzündungswerte haben, wie können wir damit umgehen? Da hat man einfach zwei Gruppen gebildet und hat zwei verschiedene Wege gesucht, wie man diese Menschen aus dieser Entzündungssituation herausbekommt. Mhm. Und das Spannende war, bei den einen wurde das aktiviert, was wir so, wenn man jetzt vom Belohnungssystem spricht, was wir darunter vor allem verstehen. Also im Sinne von, man hat sie in die Aktivität gebracht, nach dem Motto, tun Sie, was Ihnen gut tut. Machen Sie Urlaub, Tanz, um es mal hart zu formulieren, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Machen Sie alles, was Sie hochpusht. Und ja, und damit würde man jetzt neurobiologisch sagen, man hat Ihnen sozusagen das dopaminerge System hochgefahren, möglichst viel Befriedigung, viel Dopamin, viel Noradrenalin, viele Opiate, die dann eben so kurze Höhepunkte uns schenken. Wunderbar. Nach einer gewissen Zeit ging es den Leuten psychisch besser. Sie waren weniger gestresst. Die Entzündungsmarker haben sich kein Stück verändert. In der zweiten Gruppe hat man ein System zu aktivieren versucht. Das kennen wir auch als Motivationssystem. Aber das wird eher als ein System beschrieben, das uns nicht zu etwas hinstreben lässt, sondern eher eins, das sagt, ich bin hier, wo ich bin und dort soll es gut sein. Also das würde man eher so als Non-Wanting-System beschreiben. Das heißt, diese Menschen hat man dabei unterstützt zu schauen, was ist für mich bedeutsam? Genau, was du gerade gesagt hast, Gunther. Wo ist der Sinn für mich? Wo sind die bedeutungshaften Momente meines Seins? Bin ich in der Umgebung, in der ich gerade bin, bin ich dort beheimatet? Übernehme ich dort Verantwortung? Verwurzel ich mich dort? Bin ich in mir selbst beheimatet? Dieses System sucht nicht nach dem kurzen, ekstatischen Moment. Dieses System sucht nach dem Stück Frieden in einem Selbst. Diesem Stück, ich nenne einfach Selbstbeheimatung, nach dem wir alle trachten. Ein kluger Mensch sagte mal, wohin fliehen, wenn der eigene Herzschlag nicht mehr ausgehalten wird? Und indem ich den Raum in mir suche, aufzuräumen, indem ich ihn suche, aufzufüllen und mit dem zu füllen, was mein Leben bedeutsam macht. Und spannenderweise ist es neurobiologisch eine ganz andere Ebene. Jetzt dominieren Oxytocin, jetzt dominieren Endokannabinoide, jetzt dominieren Serotonin. Also wir haben quasi auch von der Neurophysiologie her nun einen Status, der uns nicht pusht, sondern der uns eher warm hält, einrahmt, schützt. Und ich glaube, und spannenderweise, diese Gruppe war nicht nur entstresst, sondern hier waren auch jetzt die Entzündungsparameter alle wirklich herabgesunken. Wunderbar. Das ist ein tolles Beispiel. Also wenn man da mal die Quelle schicken könnte, Daniel, da wäre ich sehr dankbar, weil das passt sowas von wunderbar in dieses Verständnis von Lösungsorientierung, was ich da so reinbringe. Und deshalb ist es gesellschaftlich jetzt in meinen Augen auch so bedeutsam, dass wir eben uns diesen Mainstream nicht hingeben, dieses selbstoptimierende, eigenschaftslose, am besten keine Familie, keine Struktur, keine Ordnung, am besten auch nichts, was so irgendwie an patriotisches Empfinden erinnern könnte. Möglichst auch, am besten auch keine Geschlechter. Einfach so eine Art eigenschaftslose, amorphe Masse. Das ist für Industrie und Politik eine wundervolle Arbeitsbasis. Ja, dann haben wir eine steuerfähige Masse. Absolut, absolut. Und Norbert Bischof würde sagen, dann haben wir ich-schwache Gestalten, die sich der Manipulation in Gänze hingeben. Und wenn wir aber Therapie, systemisches Denken, Coaching sehen als eine Unterstützung in der Selbst, aber auch in der Beheimatung in der Welt, dann müssen wir eben all diese Ebenen betrachten, müssen mutig sein und auch von der biochemisch-molekularen Ebene über die Netzwerke, über das Gehirn, über die Interaktion, über die Gesellschaft, über die Gemeinschaft hinaus alles einzubeziehen und Menschen dabei unterstützen, auf all diesen Ebenen stark und mündig zu werden. Und das ist das, glaube ich,
wenn ich das jetzt hier so als persönliches Wort anmerken darf, als wir beide uns kennengelernt haben, glaube ich, war genau das diese Passung, dass wir beide gespürt haben, dass wir beide es lieben, all diese Ebenen aufzufüllen. Ja, und was ich eben, das schätze ich auch an dir sehr, und was ich aber selber auch für mich als eine Pflicht daraus entlehne, und da werbe ich halt dann drum auch bei allen Leuten, die ich ausbilde, gerade das, was du jetzt gesagt hast, und wenn man das mit konstruktivistischen Konzepten, die mich ja auch ständig leiten, so vergleicht, dann kommt eine Komponente dazu, die du schon mit dem Mut oder sowas jetzt angesprochen hast. Paul Watzlawick hat in manchen Diskussionen, wenn wir so diskutiert haben, immer gesagt, für ihn, das war auch ein Vertreter des Konstruktivismus massiv gewesen, gibt es überhaupt kein Konzept, was so sehr letztlich dann auch Selbstverantwortung übernehmen fordert, wie gerade ein konstruktivistisches Konzept. Weil da kann man sich nicht mehr hinter Gott oder wem was weiß ich verstecken, sondern mit der persönlichen Wahl für ein bestimmtes Konzept, was man dann aber auch vertritt und wo man die Stellung dazu beziehen muss, als markanter Profilvertreter so. Und das sage ich jetzt gerade, weil ich so viele Leute im systemischen Feld kenne, die das versuchen zu vermeiden, wie der Teufel das Weihwasser sozusagen, und sich hinter Konstruktivismus in der Interpretation verstecken. Naja, jeder hat halt seine Konstrukte und so weiter, und da will ich lieber neutral sein. Aber was heißt es? Dann bin ich ein Neutrum. Und ein Neutrum ist nicht beziehungsfähig, so in der Form. Und deswegen gehört gerade zu dem, was du gesagt hast, diese persönliche Stellungnahme dazu, auch wenn sie nicht beliebt ist unbedingt, ne? So in der Form. Aber natürlich mit nicht mit, ich habe die richtige Sicht, aber ich übernehme die Verantwortung, also die einzig richtige Sicht. Für mich heißt richtig nicht wahr, sondern Richtung wählend. Mhm. So. Und dann muss ich aber Stellung dazu beziehen und zu dieser Stellung stehen. Und dann in einen Diskurs gehen mit anderen, am besten mit Neugier, offenen, wachen, lernbereiten Sinnen, so, um dann zu gucken und immer zu vergleichen und das eigene auch immer wieder mal zu reflektieren und in Frage zu stellen. Und so, das schwächt überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und das gehört da unbedingt dazu. Da muss ich auch sagen, will ich noch persönlich sagen, da schätze ich sehr von dir, dass du da, was auch die Corona-Entwicklung damals angabst, nicht mit dem Mainstream geschwommen bist, sozusagen. Ich selber habe immer klar vertreten, ich bin für Impfung und alles Mögliche und so weiter. Aber das bedeutet ja nicht, dass man Leute, die das anders sehen oder die manche der Entwicklungen, die ja jetzt im Nachhinein sich auch nochmal kritisch beleuchten lassen, die da Kritik geäußert haben, dass man die dann praktisch, ja, wie tabuisieren muss oder sowas. Das ist genau das, was wir nicht brauchen können und was unsere Gesellschaft gefährlich verarmt, so irgendwie. Ne? Deswegen fand ich das auch mutig von dir, will ich ja sagen, und gleichzeitig zu erschätzen, auch wenn ich es vielleicht da und dort damals gesagt habe, also bin ich anderer Auffassung, na und? Aber das ist doch eine wertvolle Auffassung und da kann man doch lernen. Das ist doch überhaupt das, was das macht überhaupt menschliches Leben freudevoll, dass ich ständig neu lerne. Also ich habe zum Beispiel überhaupt kein Interesse, obwohl unglaublich viele Leute sich für diese hypnosystemischen Konzepte interessieren, was mich natürlich sehr freut. Aber ich habe überhaupt kein Interesse, dass das als statisches Konzept so bleibt. Das ist hypnosystemisch und das nicht. Das halte ich geradezu für lächerlich. Sondern das ist ein Meta-Konzept, wo immer, sogar bei uns in der Klinik gibt es dann manchmal, gab es schon Diskussionen von Teammitgliedern, da hast du aber nicht richtig hypnosystemisch gearbeitet. Da wird es mir Angst, da wird es mir schwummrig. Ich sage, Leute, richtig hypnosystemisch. Sind wir jetzt im hypnosystemischen Dogmatismus angelangt? Um Gottes Willen. Also das auf gar keinen Fall. Sondern, hey, was kann man davon nutzen? Was hat die Person veranlasst, in ihrer Welt das als klug und sinnvoll anzusehen und das mal achtungsvoll überhaupt verstehbar zu machen? Da muss ich doch nicht der gleichen Meinung sein. Aber die multikulturelle bereichernde Vielfalt, die menschliche Entwicklung überhaupt vorangetrieben hat, die wird erst durch diese Achtung der Unterschiede und auch der Sachen, die nicht Mainstream sind, eigentlich ist doch Innovation immer gekommen, nicht durch Mainstream. Sondern gerade durch was anderes. Und die typische Sache ist doch immer die, das habe ich ja selber mit meinen Konzepten erlebt, das hast du sicher auch erlebt und viele andere. Am Anfang ist ja, ach so, ein Blödsinn, dann, naja, ist schon ein bisschen schräg und so weiter, also eigentlich, und dann Schluss, aha, nein, wir gucken mal, und zum Schluss, das habe ich doch schon immer gesagt, die Leute, die es vorher abgelehnt haben, ist halt so, gehört dazu. Sollte uns nicht schrecken. genau. Und immer
Da mag ich wirklich schließen mit Pico della Mirandola und sage einfach: Stärkung des Geistes, Stärkung der Urteilskraft. Und nehmen wir hier auch, wie du es wundervollerweise gesagt hast, auch Verantwortung und Verantwortungsbereitschaft und die Liebe am Ende. Möge das uns in uns wachsen, mögen wir Menschen dabei helfen können, das zum Wachsen zu bringen, auf dass wir stark und mündig werden und bleiben und dass wir nicht zur amorphen Masse uns machen lassen. Ja. Ich glaube, dass systemisches Denken hier eine große Verantwortung hat, all diese Dinge zu integrieren, genauso wie du es gesagt hast, und Menschen zu stärken, aber auch den sich nicht verführen zu lassen von ideologischen Konzepten, von Dogmatismus, sondern offen zu bleiben, kritisch zu bleiben, den Realitätsbezug immer wieder sozusagen auszuloten. Und am Ende schließen wir, weil es auch so schön passt, mit dem wunderschönen Satz, das war der Hans-Georg Gadamer, der gefragt wurde, bezogen auf eben jetzt Kommunikation und die Fragmentierung, die du auch beschrieben und zurecht beklagt hast, als man ihn fragte, wie würden Sie denn die Hermeneutik eigentlich mit einem Satz beschreiben? Dann sagte er, dass wenn ich in ein Gespräch hineingehe, ich niemals vergesse, dass der andere Recht haben könnte. Das ist nochmal ein schöner Satz, der für unsere Diskurskultur gerade vielleicht ja ein klein wenig könnte. Finde ich toll. Ja, das finde ich wunderbar. Es war mir eine große Freude, es war mir eine Ehre und ich freue mich jetzt schon auf unseren nächsten persönlichen Austausch, der hoffentlich bald sein wird. Und ich danke von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und uns hast teilhaben lassen an dieser Wahnsinnsentwicklung, an dieser abenteuerlichen und wertvollen Entwicklung, die du durchlaufen hast, von der heute so viele Menschen profitieren können, die bei dir in den Kursen lauschen. Ich danke dir von Herzen. Und ich danke dir für die Einladung und für das anregende Gespräch. Es hat mich wieder richtig beflügelt für neue geistige Exkurse. Danke dir. Ich danke dir. Also, und dann, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja.